Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal ein kleines Make-up-Tutorial. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung Let's Glow kennt. Das ist eine Sendung, die läuft auf Vox zurzeit täglich 16 Uhr. Ich gucke die mal nach auf TV Now. Und ich dachte mir, ich schminke mal ein paar Looks davon nach, weil ich nämlich ursprünglich auch für die Sendung angefragt wurde und dann aber nicht genommen wurde, weil ich Friseurausbildung gemacht habe und damit als professionell gelte und dann den anderen einen Vorteil gegenüber hätte. Sonst hättet ihr mich auch im Fernsehen sehen können. Hat leider nicht geklappt, aber ich lasse mir das nicht nehmen, dass ich ein paar Looks davon nachschminke. Ich habe auf Instagram eine kleine Umfrage gemacht, welche Looks ihr denn gerne sehen möchtet. Und unter anderem war bei euren Wünschen auch die allererste Challenge dabei, und zwar Contouring à la Kardashian. Das möchte ich heute gerne nachschminken. Die Kandidaten haben bei Let's Glow auch immer ein wenig Vorgaben bekommen, beziehungsweise Beispielbilder, wie man das Ganze umsetzen kann. Und ich habe mir auf Instagram ein Bild von Kim Kardashian rausgesucht, woran ich mich orientieren werde. Und ich würde sagen, wie ihr sehen könnt, sind die Haare glatt. Das heißt, ich werde mir jetzt anfangs erstmal meine Haare glätten. So, Haare sind geglättet, dass wir einen richtig schönen Sleek-Look bekommen. Machen wir meine Haare jetzt dennoch mal zurück, mein Haarreif, damit ich ordentlich an mein Gesicht rankomme. So, beginnen wir mit der Base. Ich schätze ein typisches Kardashian-Make-up mal so ein, dass es ziemlich High-Coverage ist und wie gefotoshoppt aussieht, heißt, dass man keine Poren sieht. Und zwar gebe ich mir auf meine T-Zone, da wo die Poren am größten sind, den Porefiller von NYX als Primer. Krass, dieser Primer ist direkt wie so ein Weichzeichner für die Haut. Und außen aufs Gesicht gebe ich als Primer den Honey Dewy Up Primer von NYX. Zwecks Full Coverage nehme ich jetzt die Can't Stop Won't Stop Full Coverage Foundation von NYX in der Farbe 06 Vanilla. Jetzt kommen wir zum Concealer und da nehme ich erstmal einen Concealer, der ein bisschen dunkler ist, als ich eigentlich nehmen dürfte. Und zwar den Can't Stop Won't Stop Concealer von NYX in der Farbe 07 Natural, damit ich erstmal meine dunkleren Augenringe abgedeckt bekomme. So, und jetzt, um in der T-Zone richtig schön Highlights zu setzen, gehe ich nochmal mit dem Can't Stop Won't Stop Concealer von NYX in der Farbe 01 Pale drüber. Jetzt ist quasi der erste Schritt des Contouring-Looks schon mal geschafft. Und zwar habe ich mit einem extra hellen Concealer die Stellen, die von meinem Gesicht optisch hervortreten sollen, schon mal gehighlightet. Was heller ist, tritt halt hervor und was dunkler ist, tritt zurück. Und damit kann man einen tollen Contouring-Look kreieren. So, und damit meine Augenlider auch für den Lidschatten schön vorbereitet sind und die Augen ein bisschen wacher aussehen, nehme ich jetzt meinen Eye Lift Corrector von Make-Up Factory und gebe das einmal über mein Augenlid drüber. So, und damit sich nichts in die Fältchen absetzt, insbesondere der Concealer, er tut's schon wieder, wird jetzt alles gut abgepudert, und zwar von dem HD Finishing Powder in Translucent von NYX. By the way, eigentlich wäre es bei so einem Look voll gut zu baken. Heißt erstmal richtig schön eine Schicht Puder unter die Augen zu drücken, dass das richtig schön einzieht, damit der Concealer so lange wie möglich hält. Aber ich bekomme da extrem trockene Haut unter den Augen, deswegen mache ich das nicht mehr. Jetzt geht's ans Konturieren. Und zwar habe ich ein paar Konturprodukte. Einmal ein helleres, das Beach Please Bronzing and Contouring Powder in der Farbe Aloha All Day von Müslin. Und dann nehme ich noch, um einige Stellen zu vertiefen, das No Filter Finishing Powder von NYX in der Farbe 14 Mahagoni. Da gehe ich erstmal in das Puder von NYX und setze mir so eine Grundlinie an den Wangenknochen. Und den Rest konturiere ich jetzt mit dem Puder von Müslin. Jetzt nehme ich mir den Touch of Tan Bronzer von Make-Up Factory, einen etwas softeren angeschrägten Pinsel, und verblende quasi die Kontur hier oben nochmal mit ein bisschen Bronzer. Denn was wäre eine Kardashian ohne Bronzer? Nicht. Da muss ich quasi nur noch meine Nase konturieren. Dafür nehme ich voll gerne diesen etwas speziellen Pinsel von NYX hier. Der hat nämlich hier unten so eine dünne Seite, damit kriegt man eine relativ klare Kontur hin und gleichzeitig wird das hier oben mit diesem flauschigen Teil verblendet.
Das sieht jetzt alles ein bisschen völlig over the top aus, aber before you hate, das Make-up der Kardashians ist auch nicht dezent. Es geht weiter mit Rouge. Ich glaube, bei so einem Contouring-Look ist Rouge eher fehl am Platz. Aber ich finde, ohne Rouge sehe ich so krank aus. Deswegen nehme ich nur ein ganz dezentes. Dann nehme ich das All Over Beautifier Blush von Make-up Factory. So, da kämme ich die erstmal schön für durch. Und ich zeichne mir die Außenlinie immer gerne erstmal vor mit dem Micro Pro Pencil von NYX in der Farbe 05 Ash Brown. Wie war das? They should not be sisters, sondern twins. Nee, andersrum. Und dann fülle ich meine Augenbrauen aus mit der Ultra Stay Brow Cream in der Farbe 07 Ash Brown. Und dann nehme ich mir wieder das Bürstchen von dem Micro Pro Pencil und blende das quasi hier nach innen aus. Und jetzt nehme ich mir nochmal den hellen Constance Bronzer Concealer und umrande meine Augenbrauen, damit die so richtig krass und fleek werden. Ich mache jetzt erstmal noch vor dem Highlighter das Augen-Make-up. Ich glaube, ich nehme die Huda Beauty Desert Best Palette und nehme aus der Palette Bitune Eden, Mask und Out. Ich gehe zuerst in Eden und gebe das erstmal über mein bewegliches Lid komplett. Und das gleiche mache ich jetzt auch unter meinen unteren Wimpernkranz. So, dann gehe ich mit einem Blendepinsel in Mask und setze das auf mein unbewegliches Lid. Und mit dem gleichen Blendepinsel gehe ich jetzt in Out und setze das so ein bisschen außen in die Lidfalte und blende das so ein bisschen rein. So, kommen wir jetzt zu Highlighter. Auf dem Bild sieht es so aus, als hätte sie so einen weiß-goldenen, vielleicht so einen Champagnerton als Highlighter. Und auch nicht so glitzernd, sondern eher so schimmernd. Deswegen nehme ich, denke ich mal, den Klassiker, den Mary Luminizer von The Balm. So, die Lashes sind geklebt. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Lippen. Da ist ja ganz typisch ein, wie es zum Contouring gehört, etwas dunklerer Lip Liner. Natürlich werde ich meine Lippen ein bisschen overlinen, weil ich habe jetzt nicht so dicke Lippen wie Kim Kardashian, ne? Dann ein helleres Nude auf die Lippen geben und dann nochmal ein bisschen Gloss. Und ich fange jetzt erst an mit dem Lip Liner, den Suede Matte Lip Liner von NYX in der Farbe 51 Rose Today. Echt nicht gut mit Lip Linern. Zum Füllen nehme ich jetzt den Suede Matte Lipstick in der Farbe 01 Fetisch von NYX. Und als Topper gebe ich jetzt noch den High Shine Gloss in der Farbe Rosy Glint von Make-up Factory drüber. Genau, was denkt ihr? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich finde, ich habe Kims Look ganz gut getroffen. Genau, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das Make-up findet. Ob ihr sowas auch tragt, ob abends oder im Alltag, ist ja egal. Und ja, schaut auf jeden Fall mal auf meinem Instagram vorbei, denn da poste ich auch ein paar Bilder zu dem Look. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye!